ihr Lieben, in der heutigen Rezension geht es um Fangirl von Rainbow Rowell. Ist erschienen im Hansa Verlag, der mir dieses Buch freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön dafür. Es ist ein Hardcover mit 459 Seiten allein von der Geschichte her. Hinten gibt es noch eine Leseprobe zu diesem Sam Snow Buch, das ja auch jetzt erschienen ist. Also, dass diese Fanfiction, die hier geschrieben wird, nochmal wiedergibt. Oder ist das das Originalbuch von der Autorin, das hier jedes Mal erwähnt wird? Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich verlinke euch beide Bücher in der Infobox. Und es kostet 18 Euro in Deutschland und 18,50 Euro in Österreich. Und ja, worum geht es? Es geht um Kath. Und Kath kommt jetzt auf die Uni und dachte eigentlich, dass sie mit ihrer Zwillingsschwester so weitermacht wie bisher. Also, dass sie sich jetzt ein Zimmer im Wohnheim teilen und ihr Leben so weiterleben wie bisher. Nur ihre Schwester hatte andere Pläne. Sie hat sie vor kurzem darauf gestoßen, dass sie jetzt doch nicht mit ihr zusammen in ein Zimmer ziehen will, sondern neue Leute kennenlernen will und mit jemand anders in ein Zimmer kommen will und halt ein Leben außerhalb ihrer kleinen Zwillingswelt führen möchte, was Kev sehr wehgetan hat, aber sie musste es halt akzeptieren. Deswegen ist sie jetzt quasi fast alleine an der Uni in einer neuen Situation und weiß nicht so recht, wie sie sich dort zurechtfinden soll, denn Kev ist ein sehr zurückgezogenes Mädchen, jemand, der viel lieber Fanfictions schreibt, als rauszugehen in die Welt und neue Leute kennenzulernen. Und deswegen macht ihr so ziemlich alles Angst. Und wie es mit ihr weitergeht, ob sie lernt, alleine klarzukommen oder ob ihre Zwillingsschwester sich wieder einkriegt und was sie so erlebt, müsst ihr selbst in diesem Buch lesen. Und wie ihr schon vielleicht gemerkt habt, weil ich irgendwie Probleme hatte, den Inhalt des Buches zusammenzufassen, hat dieses Buch keinen richtigen Plot. Also es hat schon einen roten Faden, weil es ja Kevs Leben irgendwie folgt. Und es hat eine Handlung, weil auch Sachen passieren in diesem Buch. Aber es hat keinen so richtigen Plot. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es auf irgendwas hinausläuft, dass Kev irgendwas lernen muss oder dass am Ende irgendein großer Twist kommt oder eine Information, auf die man ewig gewartet hat, sondern es plätschert einfach so dahin. Es geht so von Tag zu Tag, von seltsamen Begebenheiten zu normalen Begebenheiten in Kevs Leben. Und es folgt halt einfach Kevs Leben, was irgendwie realistisch ist, weil es halt ein normales Teenagerleben ist, quasi. Nicht wirklich, sie ist auch schon älter als ein Teenager, aber dazu komme ich gleich noch. Aber ich hatte nicht das Gefühl, es geht auf irgendwas hinaus. Auch die Konflikte, die da waren, oder die Handlungen, die da waren, die sich zu was entwickelt haben, fand ich jetzt persönlich nicht so mitnehmend, weil das alles so ein Understatement war. Also es war alles so leicht beschrieben, so nicht so, dass ich es mitfiebern könnte, sondern dass es halt sich ganz schnell entwickelt, also es wird schnell zu einem Problem, es bleibt ein langes Problem und dann wird es auch schnell wieder aufgelöst, ohne dass die Charaktere sich irgendwie ausgesprochen haben. Zum Beispiel diese Sache mit Kev und ihrer Schwester ist halt die ganze Zeit da, wird auch immer schlimmer und immer schlimmer und am Ende wird es halt ganz leicht aufgelöst, ohne dass die beiden sich wirklich darüber unterhalten, wieso das jetzt dazu gekommen ist, wieso sie sich so entfremdet haben, so eine lange Zeit. Gab es einfach nicht, sie haben nicht drüber geredet, es wurde einfach aufgelöst auf die eine oder andere Weise. Ich will jetzt nicht spoilern, aber wir wissen sowieso alle, wie das ausgeht. Und das war's dann. Und es hat keine Sache nach sich gezogen, es wurde nicht drüber geredet, das war's einfach. Und sowas bei vielen Konflikten in Kevs Leben, dass es halt sich einfach in irgendwas entwickelt hat, ohne dass man die Probleme vorher irgendwie aufgelöst hätte. Es hat sich einfach irgendwie organisch entwickelt, ist ja jetzt einfach so. Sie haben sich einfach vergeben oder sie haben einfach gesagt, ja, komm, lassen wir das hinter uns, machen wir einfach was Neues. Und das war's. Und das hat mir nicht gereicht. Das hat auch bei manchen Konflikten halt zu gar keiner richtigen Auflösung geführt. Nur dass Kev sagt, so, ich habe damit jetzt abgeschlossen. Und das war es dann gewesen. Und deswegen war es für mich irgendwie zu viel hier drin. Manches konnte ich auch nicht so recht verstehen. Ich weiß es nicht. Es war nicht so meins. Es hat mich nicht emotional mitnehmen können. Ich habe es zwar gelesen und gedacht, ja, ist ganz nett. Aber es war jetzt nie so, ich dachte, oh, das ist jetzt interessant. Ich will jetzt wissen, wie das ausgeht. Sondern ich dachte nur, wie viele Seiten hat das Buch noch? Okay, ich muss jetzt nicht mehr so viel lesen. Es war jetzt nicht so, dass es mich begeistert hätte, leider. Viele haben in ihren Rezensionen, auch wenn sie total positiv waren, auch erzählt, dass sie diese ganzen Sam Snow Kapitel übersprungen haben. Also es gibt immer am Anfang oder am Ende, je nachdem, wie man es sehen will, eines Kapitels so einen Ausschnitt aus einer ihrer Fanfiction oder aus einem dieser originalen Sam Snow Bücher. Und manche haben gesagt, dass sie es übersprungen haben, weil es halt langweilig war und irgendwie nichts zum Inhalt beigetragen hat. Und ich konnte es nicht so richtig verstehen, weil ich dachte, ja,
Es hilft einem ja zu verstehen, wieso Kev jetzt so ein Fan dieser Serie ist und dieser Reihe. Aber ich muss sagen, ich habe es am Anfang mitgelesen und irgendwann habe ich es auch angefangen zu überspringen, weil sie hatten absolut recht. Diese Szenen machen für mich als Leser gar keinen Sinn, weil ich die Charaktere nicht kenne, weil ich die Geschichte nicht kenne, auch wenn sie sehr stark an Harry Potter angelehnt ist. Aber was bringt es mir, wenn ich nicht weiß, in welchem Kontext diese Szene spielt und was es mir über die Charaktere sagen will? Und es interagiert auch irgendwie nicht mit den Handlungen des Hauptbuches, sodass es irgendwie Sinn ergeben würde, dass gerade diese Szene nach diesem Kapitel kommt. Es war einfach da, aber es hat keinen Sinn gemacht und es hat mich auch nicht interessiert, weil es halt nicht wirklich zur Haupthandlung was beigetragen hat und deswegen habe ich es irgendwann auch übersprungen, da muss ich ehrlich sein. Dann kommen wir zu den Charakteren. Die Charaktere haben mir wahrscheinlich am meisten Kopfzerbrechen bereitet, vor allem unsere Protagonistin, ihre Schwester, ihr Vater und auch ein bisschen ihre Mitbewohnerin. Alle anderen fand ich eigentlich ganz okay. Aber nicht, dass ich die nicht auch okay fand, aber sie waren einfach für mich zu seltsam, zu kompliziert in einer Richtung, wo ich es persönlich nicht nachvollziehen kann, weil ich sowas halt einfach von meinem eigenen Leben nicht kenne. Also fangen wir mal mit Kev an. Ich habe erst angefangen zu lesen und dachte mir, ja, sie ist nerdig, sie ist geekig, sie ist irgendwie zurückgezogen und immer alleine. Das kenne ich von mir selber auch. Ich bin auch kein Partymaus. Ich sitze auch lieber zu Hause und gucke mir eine Serie an oder lese ein Buch, anstatt irgendwie raus auf Partys zu gehen. Kann ich verstehen. Aber das bei Kevs Charakter war schon irgendwie krankhaft, würde ich es nennen. Also es war übertrieben, es war zu viel. Und dann habe ich irgendwann auf Goodreads geschrieben, ich glaube, Kev hat eine Angststörung. Und dann hat mir jemand geantwortet, ja, das habe ich auch so gesehen. Und ich war damit anscheinend nicht alleine. Und es wurde auch irgendwann angesprochen, dass sie halt so viel Angst vor der Welt da draußen hat, dass es quasi schon psychische Krankheit, zumindest Anteile daran hat. Und dass sie ja auch sehr lange eine Therapie und so bekommen hat, wegen anderer Sachen. Aber das hatte daraus irgendwie wahrscheinlich resultiert. Ich weiß nicht, meine, es wird in diesem Buch erwähnt, dass Kev nicht in der Lage ist, nach draußen zu gehen und die Mensa zu suchen, weil sie so viel Angst hat, unter fremden Menschen zu sein, die sie irgendwie verurteilen könnten oder sonst was. Deswegen geht sie nicht in die Mensa und deswegen isst sie Proteinriegel oder irgendwie so Müsliriegel, die sie unter ihrem Bett versteckt, anstatt sich was zu essen zu holen. Und das fand ich schon irgendwie nicht normal. Also, da klingeln alle Glocken bei mir. Und das haben ja auch die Leute um sie rum mitgekriegt, dass das irgendwie, dass da irgendwann es nicht stimmt mit Kev und dass man sie vielleicht mal mitnehmen sollte und anleiten sollte. Also es hat jetzt nicht in eine extreme Richtung ausgeschlagen, aber es war für mich schon ziemlich deutlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Das war übrigens bei ihrer ganzen Familie so. Ihre Schwester hat, wie gesagt, einfach sich so abgenabelt und dann hat man sehr viel darüber mitgekriegt, dass sie angefangen hat zu trinken. Sie ist 18, glaube ich, und sie hat so viel getrunken, dass sie am nächsten Tag nicht mehr wusste, was da eigentlich passiert ist, wie sie irgendwo sonst wohin gekommen ist. Sie hat sich besoffen, teilweise bis zum Erbrechen, bis zum sonst was. Also nicht nur normal einmal Rausch haben, sondern sie hat richtig viel zu viel getrunken und man hat quasi darauf gewartet, dass sie eine Alkoholvergiftung bekommt. Also man hat es gemerkt, dass da zu viel des Guten ist und das hat unsere Protagonistin Kev auch gemerkt, aber sie hat irgendwie wenig versucht, das irgendwie einzudämmen. Und selbst als es zum Eklat gekommen ist, haben die irgendwie nicht eingesehen, dass das ein Problem ist, das Rangard hat. Dasselbe gilt übrigens für den Vater. Also da haben sie schon gesehen, dass es ein Problem ist, dass der Vater sich halt so stark in seine Arbeit reinsteigert, dass er zwischendurch vergisst zu essen und zu schlafen und sonst irgendwas. Und dass das halt auch nicht gesund ist. Das haben sie schon gemerkt. Aber es war halt sehr auffällig, dass diese gesamte Familie irgendwie psychisch nicht so gesund ist. Zumindest für mich war das ziemlich auffällig. Deswegen war es für mich auch schwer, mich da irgendwie einzufinden, weil ich das von mir selber ja aus dem eigenen Leben eher nicht kenne. Andere finden das vielleicht interessant. Ich weiß es nicht. Ich fände das interessanter, wenn es mehr thematisiert worden wäre, anstatt einfach nur da zu sein. Ich finde es nur das schade, dass das gerade als Fangirl dann betitelt wird und als Fandom, dass jemand, der eigentlich nicht repräsentativ ist für Fandoms, da die Protagonistin ist, weil nicht jedes Fangirl ist so extrem in eine Richtung wie unsere Protagonistin hier. Klar gibt es Fangirls, die sich extrem reinsteigern, aber es gibt auch ganz normale Leute, die keine Angst haben, nach draußen zu gehen und trotzdem ihr Fansein irgendwo zelebrieren. Das fand ich so ein bisschen extrem und ich fand schade, dass gerade das als Aushängeschild für alle Fangirls und Fanboys da draußen
hier präsentiert worden wäre. Und es war ja auch nicht so, dass dieses Fansein so sehr im Vordergrund gestanden hat. Es geht zwar ständig um diesen Sam Snow, aber sie redet nicht so wirklich über die Bücher oder über die Filme oder über das Fansein an sich und darüber mit anderen Leuten zu reden, sondern sie redet, und es wird immer nur erwähnt, dass sie halt diese Fanfiction schreibt. Es geht ständig nur um diese Fanfiction. Von daher ist das eigentlich ein Buch über Fanfiction, nicht über das Fansein an sich. Und deswegen hat mir das nicht so gefallen. Also ich hätte mir da mehr erhofft, mehr gedacht. Und irgendwie ist das alles aufeinander gekommen. Und so dass ich nicht so viel Spaß habe mit dem Buch. Ich muss sagen, an sich ist das eigentlich ein ganz okayes Buch. Es hat mich wieder emotional nicht so mitgenommen wie Eleanor Park auch. Ich glaube, einfach der Schreibstil von Rainbow Rowell ist nicht so meins. Ich weiß nicht wieso. Aber an sich ist das okay. Es war jetzt nicht langweilig, aber es war jetzt für mich auch nicht so der Burner, wie die meisten gesagt haben. Deswegen hat es von mir 2,5 Sterne bekommen. Also es ist ein okayes Buch. Jeder, der irgendwie Interesse daran hat, kann das ruhig lesen, es ist jetzt nicht abschreckend oder so, aber ich habe mir bei weitem sehr viel mehr davon erwartet, wenn so viele Leute es so gehypt haben und das konnte es bei mir einfach nicht einhalten. Vielleicht ist die Autorin einfach nichts für mich, das kann durchaus sein, wer weiß da schon. Ich fand nur auch hier wieder ein paar Formulierungen sehr seltsam. Nachdem ich die Rezension von Lily C. Reeds gesehen habe, das ist so eine australische Booktuberin über Eleanor und Park, ist mir hier beim Lesen halt auch aufgefallen, dass sie recht hat, dass manche Formulierungen so seltsam sind, dass sie mich total rausreißen, weil ich das irgendwie nicht romantisch oder gut finde, sondern einfach nur seltsam. Ich lese euch mal was vor. Beispiel, Seite 90. Nick lächelte ihr zu. Seine Lippen waren dünn und dunkel, die gleiche Farbe wie seine Mundhöhle. Wie seine Mundhöhle? Was ist denn daran schön, wenn man die Lippenfarbe eines Menschen wie die Mundhöhle vergleicht? Ich weiß nicht. Irgendwo stand auch es weiter hinten, deswegen will ich es nicht vorlesen, weil ich nicht spoilern will, dass sie zusammen geschlafen hätten oder zusammen gelegen hätten im Bett. Wie Stapelstühle. Wie Stapelstühle, also aufeinander gestapelt quasi. Und was ist das für ein Vergleich? Was ist darin irgendwie romantisch? Ich finde das einfach nur seltsam, solche Vergleiche. Und ja, darauf hat mich dann Lily C. Reese, wie gesagt, gebracht, weil bei Eleanor und Park ist mir das jetzt nicht so aufgefallen, aber jetzt, dadurch, dass ich es wusste, ist mir das halt sehr viel mehr aufgefallen. Was für ein Problem ich mit ihrer Mitbewohnerin hatte, war, dass sie halt manchmal einfach zu fies war, dass sie manchmal sowas wie Bodyshaming oder so betrieben hat. Sie haben halt angefangen, die Leute anhand ihres Aussehens zu bewerten und zu versuchen, irgendwie ihr Leben darzustellen, aber die ganze Zeit so gehässig. Versteht ihr, was ich meine? Also hört mal zu. Ich habe hier mal ein paar Ausschnitte. Zum einen. Schau mal, hatte sie gestern Abend gesagt. Da ist Hinkefuß, wie der sich wohl sein Bein gebrochen hat. Hinkefuß. Sehr nett. Auf Seite 53 war das. Und auf Seite 75 steht: An Spieltagen sehen alle gleich aus, sagte Regan. Ich kann ihre hässlichen, deformierten Persönlichkeiten nicht sehen. Ich kann ihre hässlichen, deformierten Persönlichkeiten nicht sehen. Das ist schon sehr gehässig und das finde ich weiß nicht, das finde ich einfach nicht gut. Mit so jemandem würde ich mich wahrscheinlich nicht anfreunden. Aber wie gesagt, an sich ist das vollkommen in Ordnung. Es ist jetzt nicht das super tollste Buch für mich, zumindest nicht. Aber man kann es mal lesen, wenn man neugierig ist, was so dahinter steckt, hinter dem ganzen Hype. Ich war jetzt aber nicht so sonderlich begeistert. Also, ich bereue es jetzt nicht, das gelesen zu haben. Ich finde es, wie gesagt, nicht super schlecht, aber es ist jetzt auch nicht das tollste Buch. Er war 2,5 Sterne bis zu 3 Sterne ungefähr. Ist okay. So, wenn ihr eine Meinung dazu habt, wenn ihr es gelesen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr das so seht, ob ihr mit dem Hype auch erlegen seid oder eher nicht. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.